Die Bedienung des Rollstuhl-Schrägaufzugs Hiro 320 für kurvige Treppen ist in jeder Hinsicht sehr einfach. Wenn Sie zum Beispiel von unten nach oben fahren wollen, muss der Schlüsseltaster an dem Lift eingeschaltet sein. Drücken Sie dann bei der Fernbedienung die Abwärtstaste und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die Plattform heruntergeklappt ist und sich Schranken und Auffahrklappen geöffnet haben. Während der Fahrt sollten Sie Ihren Rollstuhl sichern. Um nach oben zu fahren, drücken Sie nun bei der Plattformsteuerung die Aufwärtstaste. Halten Sie sie so lange gedrückt, bis Schranken und Auffahrklappen sich geschlossen haben und der Lift losfährt. Halten Sie die Taste während der Fahrt gedrückt. Auch in beengten Treppenhäusern fahren Sie nun sicher zu Ihrem Ziel. Oben angekommen, halten Sie die Taste weiter gedrückt. Schranke und Auffahrklappe öffnen sich automatisch und Sie können die Plattform verlassen. Mit der Fernbedienung klappen Sie Schranken, Auffahrklappe und Plattform wieder hoch. Der Lift befindet sich nun in seiner platzsparenden Parkposition und die Treppe ist wieder frei begehbar. Wenn die Anlage weiter fahrbereit bleiben soll, lassen Sie den Schlüsselschalter einfach eingeschaltet. Bei Liften im öffentlich zugänglichen Bereich sollte der Schlüssel an der Plattform nach Benutzung des Lifts stets abgezogen werden. So verhindern Sie eine missbräuchliche Nutzung. Viele Lifte, die mehrere Stockwerke verbinden, haben eine oder mehrere Zwischenhaltestellen. Dort hält der Lift immer automatisch für 2 Sekunden an. Wenn Sie dort aussteigen möchten, lassen Sie während dieser Zeit den Fahrtrichtungstaster einmal kurz los und drücken Sie denselben Taster erneut so lange, bis sich Schranken, Auffahrklappen und Plattform automatisch geöffnet haben. Nun verlassen Sie den Lift wie gewohnt und klappen ihn mit der Fernbedienung zusammen. Sie können ihn in der Haltestelle belassen oder, falls gewünscht, nach unten oder oben schicken. Wenn Sie die Anlage längere Zeit nicht benötigen, zum Beispiel während eines Urlaubs, empfiehlt es sich, den Hauptschalter auszustellen. In der Regel lässt sich die komplette Bedienung des Lifts nach wenigen Fahrten erlernen und ermöglicht Ihnen so ganz einfach den dauerhaften Zugang zu allen Etagen. Hiro Lift. Wir bewegen Menschen. Weltweit.